Okay, wie versprochen, möchte ich mich jetzt um die X1000 kümmern. Das ist ja das Schlachtschiff bei Sony. 1 Zoll Sensor, 4K-fähig, auch schon freigeschaltet. Lässt sich wesentlich smoother bedienen, hat viele Parameter mehr. Und das müssen wir uns einmal ein bisschen genauer angucken. Dafür denke ich, zoomen wir vielleicht mal wieder auf das Klavier beziehungsweise auf das Chart, weil ich denke, auf dem Grau-Chart kann man wieder das Menü leichter lesen. Und dann geht's ab ins Menü. So, im ersten Moment sieht das Menü, glaube ich, ähnlich aus wie aus der X400. Also im Grundsätzlichen sind die sich ja überhaupt ähnlich. Es geht wieder um Belichtung. Auch hier gibt es wieder den manuellen Bereich oder Belichtungszeit als Priorität, Iris als Priorität oder Gain als Priorität. Also das heißt, man kann entscheiden, was eigentlich wichtig ist oder wie man das Ganze belichten will. Auch hier dB, also die Verstärkung der Kamera direkt, wobei wir die Erfahrung gemacht haben, jetzt bei dem Licht reicht völlig 0 dB, 1/50 Belichtungszeit, Blende 4, das passt alles. Gucken wir mal was Spezielles hier in diesem Menü. Erstmal so dieses ganze Farbsetting, auch da wieder, ich glaube Auto weiß, Auto 1 für weiß, Auto 2 für weiß, das sind die Automatiken, kann man aber eben auch auf Push stellen, also dass wir selber einen Weißabgleich auslösen. Oder auf Presets stellen im Sinne von Kunstlicht und Tageslicht. Und auch hier sind die ganzen Matrix-Settings wieder komplett drin. Also es lässt sich so ziemlich alles einstellen. Ich möchte jetzt ein bisschen die Unterschiede zur X400 herausstellen. Deswegen scrolle ich mal direkt ein bisschen weiter. Beispielsweise beim Thema optische Filter, weil da sieht man jetzt so einen kleinen Unterschied. Auch hier wieder Noise Reduction und Flicker Cancel. Auch das kennen wir aus der X400 und aus anderen Kameras. Und als Besonderheit jetzt aber der ND-Filter. Wenn man den einmal einstellt, kann man zwei Blenden reinschlagen. Also das heißt, es ist ein optischer Filter, der vor den Sensor fährt, mit zwei Blenden, mit vier Blenden und mit insgesamt sechs Blenden. Also es wird immer Licht geviertelt dabei, ne? Deshalb ein Viertel, ein Sechzehntel, ein 64stel. Auch die X1000 kann Infrarot filmen. Das heißt, aber auch hier kann man den Infrarot-Sperrfilter öffnen und damit eben Infrarotlicht reinlassen für echte Nachtaufnahmen. So, das ist also eine, ich sage jetzt mal, Besonderheit jetzt der X1000. Das heißt, die ist für draußen natürlich viel, viel besser geeignet oder für Situationen, wo man vielleicht so viel Licht hat, dass man einen ND-Filter setzt, statt Belichtungszeit zu verändern oder statt die Blende, wer weiß, wie weit zu kneifen. Das ist eine gute Sache. So, dann, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich glaube, dafür muss ich ins System gehen und da ein bisschen schauen, weil da gibt es eine Besonderheit und die findet man hier unten unter Pan Tilt Speed Type. Also übersetzt, ne, das Schwenken und Neigen der Geschwindigkeitstyp und der steht normalerweise auf Normal. Und den kann man umsetzen auf Extended Range. Das heißt, man kann mit dem Joystick besonders schnell und besonders langsam fahren. Also hat einfach einen größeren Spielraum. Worauf ich aber hinaus will, ist eigentlich der Extended Step. Das muss ich sozusagen auch erstmal erleben, was da genau passiert. Aber wenn ich das jetzt so stehen lasse, ist der Joystick nicht besonders schnell. Was aber der Riesenvorteil ist, ist, dass man vor allem, wenn man live arbeitet, mit dem Joystick extrem langsame Fahrten machen kann. Also ich bewege bereits. Und das kriegen wir mit einer X400 beispielsweise in diesem Bereich nicht mit. Also es ist keine Zeitlupe, was ihr jetzt seht, sondern das ist das Live-Bild direkt aus der Kamera. Und das ist schon die schnelle Fahrt. Also wenn ich das jetzt Ganze mal noch langsamer machen will, ich meine, dazu könnten wir zum Beispiel mal wirklich ganz ranzoomen, soweit es geht. Oder vielleicht sogar digital. Und jetzt mache ich mal so eine ganz langsame, vielleicht kriege ich das auch schärfer. Moment, das kriege ich noch schärfer. Da habe ich es jetzt. So, und jetzt mache ich die langsamste Fahrt, die ich hier mit hinkriege und wir gucken mal, was passiert. Ich kriege es noch langsamer. Das ist die langsame Fahrt. Wir sind weit im Tele und ich kann super smooth. Ich versuche mal jetzt ein bisschen weiter rüber zu fahren, mache es ein bisschen schneller und lasse es wieder ganz langsam ausbremsen. Vielleicht noch mal so ein bisschen hier das Testrad noch mal so einmal so ein bisschen ins Bild ziehen. Vielleicht auch ein bisschen nach unten. Ich beschleunige dabei ein bisschen, lasse es langsam ausbremsen und das ist butterweich. Das ist so. Ein Ding, was ich mit diesen anderen PTZ-Kameras auf gar keinen Fall machen kann, weil es einfach diesen Modus Extended Range nicht gibt. Wo war der zu finden? Moment. Im sogenannten Systemmenü hier unten. Das ist also ein globales Setting.
Und wie gesagt, Vorsicht, wenn man jetzt sehr schnell Positionen wechseln will mit der Kamera, die sind dann auch relativ langsam. Also die sind nicht rasend schnell, sondern dieser Extended Step, der verlangsamt oder löst einfach die Bewegung der Kamera deutlich langsamer auf, deutlich wie ein Getriebe, ne, wie eine Übersetzung, und macht das Ganze wirklich super butterweich und macht dann eben so Fahrten, die man zum Beispiel, sei es eine Bühne oder sei es, dass man irgendwas verfolgen will, mit dem Joystick viel, viel genauer. Also das kann ich nur empfehlen, deshalb alle X1000-User einmal genau geschaut, ob man jetzt den Bereich auf normal stellt. Das ist ein guter Kompromiss zwischen langsam und schnell. Dann gibt es den Extended Range hier, der extrem schnell sein kann, allerdings auch nicht mehr feinfühlig ist oder nicht mehr so feinfühlig ist. Und dann gibt es den letzten Bereich, Extended Step, der ganz fein aufgelöst, ganz langsame Zooms möglich macht. So, dass man natürlich auch noch wieder digital reinzoomen kann, das konntet ihr, glaube ich, gerade sehen. Auch das ist wie bei der X400. Ne? Wir haben wieder den auch 4K-Sensor und das Ganze kann auch digital gerechnet werden. Ich kann auf der Remote also einmal auslösen, zack, einmal ran zu zoomen. Und das können wir ja auch nochmal am Set ausprobieren. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, wenn man mit Extended Step Bewegung macht, auch programmierte Bewegungen abruft, dann ist wie bei einem Getriebe das Ganze langsamer in der Fahrt. Das bedeutet auch, dass aufgerufene Positionen, das ist in dem Fall die 3 für unser Set auf der gegenüberliegenden Seite. Ich löse das mal aus und ja, das zieht sich dann so ein bisschen hin. Ne? Wir haben jetzt so, weiß nicht, 45 Grad geschafft, vielleicht jetzt so 90 Grad geschafft. Also es dauert eine Weile. Komme ich auch noch ins Bild, wahrscheinlich. Und ja, da war ich kurz. Und dann sind wir irgendwann im Set. Und das ist unsere vorprogrammierte Funktion mit Autofokus. Dauert also eine Sekunde, bis der den gefunden hat. Und dann steht der richtig. Und wenn ich aber hier jetzt nochmal fahre, also das heißt mit dem Joystick nochmal eingreife und dann nochmal kleine Justierung machen will, dann muss ich schon richtig weit eigentlich hier drehen, damit überhaupt was passiert. Ich stelle den mal ein bisschen schneller. Aber selbst da kann ich ganz feinfühlig irgendwas nach links oder rechts setzen und vor allem langsam auslaufen lassen. Klar, ne, so mit dieser Fahrgeschwindigkeit, das ist was, damit man live steuern kann. Das ist aber nichts, um schnell Positionen aufzurufen. Das heißt, ich möchte jetzt in das Menü doch mal einmal wieder zurückkehren dazu. Das heißt, wir nehmen wieder Pan-Tilt, also, Entschuldigung, nein, System war es. Es versteckt sich da und auch da möchte ich wieder Pan-Tilt-Speed-Zoom. Speed-Typ heißt es, den setze ich jetzt wieder auf normal und dann können wir ja mal gucken, wie schnell die Kamera das eigentlich normalerweise abfeuert. Steht wieder auf normal, ich kann wieder aus dem Menü raus. So, ich rufe jetzt mal wieder das Klavier auf und zwar vielleicht mal im Ganzen. Das ist, wie gesagt, eine ungefähr 180-Grad-Drehung. Achtung, fertig, go. Und ich würde sagen, das ist schon ein ziemlich anderes Tempo. Zack, und dann sind wir wieder auf der richtigen Position. Um es zusammenzufassen, live fahren, X1000 sehr gerne, dann aber in diesem Extended-Modus, Extended Step. Mit X400 live fahren ist ein bisschen schwieriger, weil sie einfach ein bisschen, wie soll man sagen, sensibler reagiert oder eben nicht so fein motorisch reagiert. Geht im Wesentlichen auch, aber man sieht immer das Anlaufen und man sieht immer das Anfahren des Zooms. Das kann man ein bisschen kompensieren durch die Bewegungsstabilisierung. X1000 butterweich. Naja, und SRG X120, wie gesagt, Konferenztechnik, da sieht es ein bisschen anders aus.